Aufstellungserlebnis 3. Bei der Nummer 3 geht es um eine ganz andere Thematik als die bisherigen, die wir behandelt haben. Es geht um die Dramaturgie eines Drehbuchs. Also ein Drehbuch ist ja ein Werk, ist etwas Schriftliches, das man verfasst, bevor man einen Film dreht, um einfach eine Orientierung zu haben, was ist wichtig, was sind die Protagonisten, was sind die Rollenspieler, um welches Thema geht es und so weiter. Auch hier wiederum eine sogenannte freie Assoziation, also eine Art von Organisationsaufstellung einer Gruppe. Freie Assoziation in der Gruppe bedeutet, ich nehme mir als Aufsteller einige Personen, in dem Fall waren das 7 Personen, die ich mir genommen habe. Hier gilt die Regel, nicht zu wenige zu nehmen, also 2 wären zu wenig. Aber 10 oder 12 oder 15 oder gar über 15 wären zu viel. Also so einen Mittelwert zu finden, der für einen Überblick, für eine Übersicht, also für die Handhabung, die Aufstellungshandhabung noch gut ist. Und das sind in dem Fall 7 Personen. Also zwischen 5 und 7 oder zwischen 5 und 10 Personen ist da auf eine Größe, die sehr angemessen ist. Also hier eine freie Assoziation der Gruppe. Ich stelle also 7 Personen auf zueinander als sogenanntes eben Eingangsaufstellungsbild. Und diese Personen haben also keine Rolle oder keine Aufgabe ganz spezielle, sondern sollen sich einfach nur in das Dynamikfeld dieser Gruppe, also in das Feld, in das Gefühlsfeld, in das subjektive Erlebnisfeld dieser Gruppe einspüren. Das ist der Sinn einer freien Assoziation, ohne dass sie konkrete Vorgaben haben. Wie gesagt, aus der Perspektive des Aufstellers wiederum. Die Frage ist hier, wie entwickeln sich die Figuren in einem Film? Ja, das heißt also, wir könnten das Ganze in 2 Schritte teilen, das habe ich auch gemacht. Der erste Schritt war Thema und Dynamik einer Erzählung. Was soll überhaupt erzählt werden? Was sind mögliche Themen und Dynamiken, also Entwicklung einer Erzählung? Und im zweiten Schritt, also in der zweiten oder in den Folgeaufstellungen, die Entwicklung der Figuren. Wie entwickeln sie sich zueinander? Und so eine Arbeit kann sehr hilfreich sein, um solche Stoffe entwickeln zu können und dann eben auch in der Folge ein Casting zu machen, wen besetze ich, in welcher Rolle, welchen Schauspieler nehme ich da und so weiter. Also Aufstellungsarbeiten sind hier ein sehr wertvolles Instrument. Wenn wir mal den ersten Schritt nehmen, habe ich eben diese 7 Personen genommen. Thema und Dynamik einer Erzählung. Wie gesagt, niemand von den 7 weiß, wer er an Thema ist oder an Dynamik ist. Ich warte also einen Moment ab, ich habe die zueinander gestellt, also ganz intuitiv, ohne Sinn und Zweck, ohne Strategie, ohne Aufgabe quasi, vollkommen frei, also auch im Sinne der psychotherapeutischen Methode einer freien Assoziation, immer wieder ein Off zu schalten, damit die wesentlichen Themen sich tatsächlich darin entwickeln können und nicht von vornherein oder eine voreilige Vorgabe haben. Das ist ja immer wieder dann ein Problem, das entstehen kann. Ich warte ab. Das Abwarten ist etwas sehr Wichtiges. Das Vertrauen auf diese Gruppe ist sehr wichtig, auf dieses Miteinander, was da entsteht in der Interaktion. Und ich sehe, 2 Personen fallen mir dann auf nach einer Weile. Nach einigen Augenblicken fallen mir 2 Personen auf, eine Frau und ein Mann. Und tatsächlich, das ist also fühlbar, man kann sich da richtig einfühlen als Aufsteller. Und ich sehe, also ist ein gewisser Spot auf denen. Die anderen 5 sind nicht so sehr im Vordergrund. Die 2 stehen aber nicht nebeneinander, sondern sind ziemlich weit auseinander, also jeweils vom Rand der Gruppe, dieser 7er Gruppe. Frau und Mann, die sich jetzt anblicken, die sich interessierter anblicken. Die Frau fängt an zu lächeln, woraufhin dann der Mann auch lächelt. Dieses Lächeln bleibt auf den Gesichtern beider stehen, sowohl bei der Frau als auch bei dem Mann. Und sie bewegen sich langsam aufeinander zu. Freie Assoziation der Gruppe bedeutet auch, die Menschen sind ganz frei in dem, was sie da agieren. Und ich greife nur dann ein, wenn ich den Eindruck habe, dass da etwas einseitig wird. Aber ansonsten vertraue ich der Gruppe. Und die können also frei agieren, frei sprechen, was da ist. Die sind beide jetzt stumm, gehen aber ganz langsam aufeinander zu. Wie gesagt, es geht ja in diesem ersten Schritt bei dieser Arbeit um das Thema und Dynamik einer Erzählung. Plötzlich fängt die Frau an zu erzählen, greift sich dabei mit der rechten Hand an die linke Brust, also unterhalb der linken Brust, so im Herzbereich.
und sagt, es geht um das Thema, dass die Menschen, dass wir Menschen schon seit Ewigkeit haben. Das, was uns anzieht als Menschen, das, was mich anzieht als Frau. Und dieser Mann da drüben, der zieht mich an. Und der Mann fängt an zu strahlen, als er das hört, und greift sich genauso mit seiner rechten Hand vor die linke Brust im Herzbereich und fängt richtig, richtig gehend an zu leuchten. Es ist so schön, immer wieder zu sehen, wenn Menschen in solchen Rollen drin sind, solchen minimalistischen Rollen drin sind, was da plötzlich passiert, was in die fährt, welche Energie da vorhanden ist und wie sich das steigert und entwickelt. Das ist immer wieder sehr faszinierend zu sehen. Und auch in diesem Fall ist es so. Und tatsächlich, auch er geht ein paar Schritte auf sie zu und sagt, natürlich ist es das Thema, Mann und Frau begegnen sich. Und dann sagt er noch, Konflikt, natürlich ist es ein Konflikt. Die Frau zieht mich an. Das war etwas sehr Anziehendes und das ist gleichzeitig ein Konflikt, weil ich muss natürlich überlegen oder dann entsprechend handeln und mich einrichten und verhalten, wie ich der Frau begegne, wie das dann weitergeht. Und das ist die Herausforderung. Und Konflikt ist ja immer Herausforderung und ganz besonders in der Dramaturgie eines Filmes. Also haben wir schon mal zwei wichtige Sachen aus der freien Assoziation herauskristallisiert. Mann und Frau begegnen sich. Mann und Frau entwickeln sich. Mann und Frau haben einen, in Anführungszeichen, Konflikt, in dem sie sich gerne begegnen und eben haben wollen. Ob sie sich dann gleich kriegen, ist so die andere Frage. Und in dem Moment, als das so ausgesprochen ist von den beiden, von dem Mann und der Frau, fangen zwei andere Mitglieder der Gruppe, die jetzt in der Nähe der beiden stehen, an, auch etwas zu agieren. Und der eine Mann sagt, so leicht ist es nicht, mein Lieber, so schnell bekommst du diese Frau nicht. Und er fängt an, auch sich ganz langsam auf sie zuzubewegen, hat ein vollkommen versteinertes Gesicht, vollkommen verschlossen irgendwo, ganz seltsam, irgendwie sehr negativ wirkend, im Gegensatz zu den beiden Figuren, die positiv waren. Und ist so ein Kontrapunkt. Und der zweite, also ist eine Frau auch, die zweite fängt an, auch das Gleiche mit der Frau zu machen, die auf den Mann zugehen will und die sich so dynamisch gegenüberstehen und eben auch faszinierend finden und sagt, okay, so einfach geht das auch nicht. Also der Konflikt ist ja schon da. Also was steht dem entgegen, dass sich die beiden finden, dass sich die beiden treffen? Und das ist ja wirklich jetzt eine dramaturgische Grundlage an sich schon bei Shakespeare zu finden, wo auch immer im Drama, im Theater zu finden, naja, da ist etwas anziehend, aber der Weg zu dem oder zu dem, was dann möglich ist, der ist nicht so einfach. Da stehen also Dinge dazwischen. Und im Laufe der weiteren Aufstellung, ich will jetzt gar nicht weiter konkreter werden, hat sich dann herausgestellt, dass es so den einen oder anderen Stolperstein gibt, dass es die eine oder andere Herausforderung gibt, diesen Berg zu bewältigen, dass ich diesen Mann, diese Frau, diesen Menschen zu bewältigen und das eben zu konkretisieren. Bleibt aber in dieser Dynamik einfach so, dass man sich darüber im Klaren ist. Also du musst tatsächlich als Drehbuchschreiber dieser klassischen Dynamik folgen, um Erfolg zu haben, auch in dem Buch. Das kommt bei dieser Aufstellung dann ganz gut raus. Dann haben wir einen Cut gemacht, eine Pause, ein kurzes Sharing gemacht, dann im zweiten Schritt die Entwicklung der Figuren gesehen. Es kam dann also auch raus ins Sharing, ja, was könnte ein Thema sein? Da gibt es Neider zum Beispiel, der Mann wird die Frau nicht gewünscht, dies wird ihm geneidet, und dann gibt es eben einen Nebenbuhler, der da dagegen funkt, beziehungsweise die Frau ist verheiratet und kommt gar nicht so leicht aus ihrer Ehe raus und ist auch loyal in ihrer Ehe und möchte diese Ehe weiterführen, aber trotzdem ist sie in diesen anderen Mann verliebt. Also solche Dinge entstanden. Zweiter Schritt eben, wie gesagt, zweite Aufstellung, Entwicklung der Figuren. Wie entwickeln sich die Figuren miteinander? Und tatsächlich, dieses Miteinander und Gegeneinander der Figuren hat sich hier nochmal besonders herausgestellt, teilweise auch mit sehr dramatischen Aspekten. Da ist hat sich einer auf den Boden geschmissen dann, und alle waren betroffen, dass der auf den Boden sich geschmissen hat. Das könnte signalisieren Krankheit oder schweres Schicksal, das plötzlich passiert.
Und es hat sich dann doch herausgestellt, dass letztendlich die beiden Figuren sich gefunden haben und auch wirklich miteinander waren. Aber, und das ist auch ganz typisch für Aufstellungsarbeiten, das ist ein Ergebnis, das wir oft haben, dass sie alle anderen, die miteinander waren in diesem Umfeld, in diesem Gruppenumfeld, auch gewürdigt haben und auch deren Thematiken oder deren Aufgaben gesehen haben und tatsächlich überblickt haben und zur Kenntnis genommen haben und nicht nur egozentrisch sich beide dann entwickelt haben und voneinander quasi von der Gruppe abgesetzt haben, sondern sie waren eben für alle da. Jeder hat irgendwo eine Aufgabe und eine Rolle gehabt, jeder hat eine Position gehabt und innerhalb dieser Position und der Dynamik der Position hat sich dann diese einzelne Person, diese einzelne Figur entwickelt, wer das auch immer war, ob das jetzt ein Holzfäller war oder was auch an konkreter Figur. Das war für diese Filmgruppe, für die Dramaturgen, für diejenigen, die ein Drehbuch entwickelt haben und auch die möglichen Protagonisten, die also an dem Film mitgewirkt haben als Schauspieler, etwas ganz Wichtiges und eine wesentliche Grundübung, Warmwerdeübung für solchen einen Film, um sich darauf einzustellen. Und in der Folge eines solchen Filmes kann man dann natürlich immer mal wieder eine Aufstellungsarbeit reinnehmen, um Ergebnisse zu bekommen, wenn man den Eindruck hat, ich komme da irgendwo nicht weiter, das gibt Schwierigkeiten und tatsächlich entsteht dann aus dieser erstmal starken Abstraktheit heraus tatsächlich eine Dynamik, die schön zu sehen ist. Und vor allem, das schweißt eine Gruppe zusammen, das fördert eine Kooperation und eine Zusammenarbeit. Und bei einem Film ist es ja ganz wichtig, dass alles miteinander im Einklang ist und dass alle miteinander und zueinander arbeiten und man wirklich das Gefühl hat, hier eine sehr wertvolle und wichtige Gruppenarbeit zu erstellen, das nicht nur von einzelnen Schauspielergrößen abhängig ist oder nur vom Regisseur, der Regisseurin abhängig ist, sondern es ist wirklich ein wahrhaftiges Miteinander und umso wichtiger ist es hier, Aspekte zu finden, Ausgleich zu finden und all das. Das ist mal so ein kleiner Einblick in dieses Aufstellungserlebnis 3, Dramaturgie eines Drehbuchs, Thema Dynamik, Erzählung und Thema Entwicklung der Figuren.